Ein Jahr nach dem Beschluss des Altötinger Stadtrats, ein elektronisches Infoterminal auf dem Kapellplatz zu installieren, konnte nun die österreichische Betreiberfirma die Anlage neben dem Eingang des Rathauses vorstellen. Mit einem leichten Fingerdruck auf den Computerbildschirm, für jedermann verständlich, lassen sich sämtliche wichtige Informationen in Bezug auf die Wallfahrtsstadt abrufen. Ein eingebauter Drucker dient zusätzlich zur optimalen Verwendung. Tourismusdirektor Herbert Bauer erklärt den Sinn und Zweck dieses modernen Mediums. Ja, nach Altötting kommen zum Heiligtum unserer lieben Frau über 1 Million Pilger und Besucher jährlich. Und die kommen natürlich oft auch außerhalb der Öffnungszeiten unseres Wallfahrts- und Verkehrsbüros. Und da ist es jetzt möglich, mit diesem elektronischen Infoterminal, mit diesem Außenterminal, auch außerhalb der Öffnungszeiten des Verkehrsbüros, sich umfassende Informationen über Altötting zu holen, sich über das Kultur-, über das Wallfahrtsprogramm zu informieren, aber auch online Zimmer zu buchen. Äußerst positiv war auch die Reaktion von Bürgermeister Herbert Hofer für dieses Projekt, zumal die österreichische Betreiberfirma alle dafür erforderlichen Anforderungen erfüllen konnte. Ja, die Stadt freut sich darüber, weil wir es ja auch in Auftrag gegeben haben, dieses Terminal. Da haben wir jetzt wirklich einige Jahre gesucht, um einen richtigen Partner zu finden, der also in der Lage ist, dieses Gerät so aufzubauen und diesen Service auch von den Programmen her, von der technischen Ausstattung her zu bieten. Durch die Möglichkeit der Höhenverstellung des Computerbildschirms ist das Infoterminal auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Dafür eingesetzt hatte sich der Behindertenreferent der Stadt Michael Schossböck. Man muss die Struktur von Altötting sehen. Also es kommen viele mit Handicap, viele Rollstuhlfahrer, die sind sehr dankbar dafür, dass ein behindertengerechter Terminal da ist. Und ich glaube, der wird sehr gut angenommen und ich gehe einmal davon aus, dass andere Kommunen nachziehen werden und den ersten behindertengerechten Terminal auch bei Ihnen haben werden dann. Mit der Stiftskirche und der Gnadenkapelle im Hintergrund lassen sich außerdem mit Hilfe einer Webcam Fotogrüße aus der Wallfahrtsstadt per E-Mail versenden. Kurz, das neue Infoterminal ist eine Einrichtung, die sicher viele Benutzer findet.